Weiter geht's mit einer neuen Folge Dying Light 2 Stay Human. Ich höre, du bist ein Pilger. Und hier bin ich gerade vorbeigekommen. Warst du auch mal Pilgerin? Ja, eine Pilgerin. Und das machen wir jetzt mal. Gab es nicht viele. Deshalb war ich ja auch so gut. Weil mich niemand als Pilgerin erkannte. Es gab Männer, die dachten, als Frau wäre ich einfacher auszutricksen und leichter auszurauben. Aber meine Reflexe und mein spitzer Dolch belehrten sie eines Besseren. Wie bist du in Villador gelandet? Ich bekam so einen blöden Auftrag. Ein Typ wollte, dass ich ein Paket nach Villador bringe. Zu einer Frau, die vor dem Ausbruch ein echter Promi war. Sie hatte wohl Videospiele gezockt als Profi. Komischer Job, oder? Die Bezahlung war gut, aber es gab eine Bedingung. Ich durfte nicht erfahren, was in dem Paket war. Und genau das war ein Riesenfehler. Ich schleppte dieses Scheißpaket 50 Kilometer weit. Mit jedem Schritt wurde es schwerer. Ich schlich mich nach Villador, fand die Frau und gab ihr das Paket. Sie machte es vor meinen Augen auf. Es war ein Glasbehälter. Mit einem Menschenkopf darin. Wessen Kopf? Keine Ahnung. Ich habe mich verpisst, so schnell ich konnte. Hast du den Job deshalb aufgegeben? Ich begriff irgendwie, dass ich ständig vor etwas weglief. Vielleicht sogar vor mir selbst. Die Stadt ist groß. Hier kann selbst eine Pilgerin heimisch werden. Wer du mal warst, ist hier allen völlig egal. Anders als in kleinen Städten. Wer du da draußen warst, was du gemacht hast, weshalb du ständig flüchten musstest. In der Stadt kann man untertauchen. Da fand ich meinen Platz. Und du, Aiden? Fändest du es nicht auch schön, mit der Rennerei aufzuhören? Eines Tages vielleicht. Erst muss ich das, was ich hier begonnen habe, zu Ende führen. Ich verstehe. Aber vergiss nicht, man kann nicht vor sich selber weglaufen. Viel Glück. Das stimmt. Helga. Okay, also, wie gesagt, hier gibt es noch eine Nebenmission. Ich weiß halt nicht, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich hier. Ja, was ist das hier? Lavendel. Nehmen wir natürlich mit. Ach nee, du hast die Mission. Willkommen, Fremder. Wo sind wir hier? Ich mixe und verkaufe hier alles, von Heilgetränken bis hin zu mächtigen Gegenmitteln gegen die Infizierten. Okay, Hokus Pokus also. Du wirst der Barber gefälligst Respekt zollen. Ah, meinst du? Kümmer dich nicht um Corvus. Er nimmt alles viel zu ernst. Erzähl mir mehr über deine komischen Tränke. Dem Inhalt dieser Gläser nachzuschätzen, hast du Friedhöfe geplündert. Du meinst meine Zutaten? Meine seltenen und mächtigen Zutaten? Aus denen fertige ich Wunderwerke. Manche duften so stark, dass jeder Infizierte herbeigerannt kommt, egal was ihm im Weg ist. Andere stinken so heftig, dass jeder Infizierte panisch flüchtet. Und wieder andere verleihen dir Fäuste aus Feuer, die jeden Gegner mit jedem Hieb versengen. Klingt zwar nach Brimborium, ist aber interessant. Erzähl mir was über deine Heiltränke. Ich verkaufe alles. Von Heilsalben für die schwersten Wunden bis zu Tränken, die Krankheiten heilen. Ein junger Mann wie du braucht doch sicher mein potenzsteigerndes... Nein, aber ich bin bereit, einige deiner Sachen zu testen, trotz aller Zweifel. Du wirst begeistert sein. Meine Tränke sind jede Münze wert. Ja, sie stammen also von Monstern? Teilweise, ja. Seltene Kreaturen weisen obskure Mutationen auf, die Hormone mit speziellen Eigenschaften haben. Wenn ich die mit den richtigen Kräutern und Komponenten kombiniere, ergeben sich mächtige Waffen und heilende Gegenstände. Mir fehlen übrigens gerade ein paar wichtige Zutaten, daher könnte ich Hilfe gebrauchen. Vielleicht möchtest du ja für mich jagen. Warum schickst du ihn nicht los? Weil ich kein Botenjunge bin. Ruhig, Corvus. Deinetwegen fehlen uns die Zutaten und die Kunden, weil du die Leute vergraulst. Oh, ich habe keine Angst vor Monstern. Oder vor dem hier. Also gut. Wenn du jagen kannst, kaufe ich dir ab, was du mir bringst. Das wird sich für dich lohnen. Okay, was brauchst du denn? Was brauchst du?
Zunächst mal das Hirn des seltenen Rammers. Es enthält ein spezielles Enzym. Woher weißt du sowas überhaupt? Die Antwort auf diese Frage würde selbst einen so starken und zähen Mann wie dich in den Wahnsinn treiben. Klar doch. Ist ja auch egal. Wo ist er? Im Park in der Nähe wurde neulich ein Rammer gesichtet, der ungewöhnlich groß ist. Bring mir seinen Kopf, dann bezahle ich dich bestens. Ein Rammerkopf. Kommt sofort. Ein Rammerkopf. Alter, was sind das für Missionen? Ganz im Ernst. Schon lustig irgendwie, ne? Jagen 1. Okay, also es wird wahrscheinlich... definitiv... noch mehr von diesen... Oh oh. Ja, ich muss warten, bis es tags ist. Let's go. Hier war doch gerade ein Schlafdingsums, oder nicht? Hier. Wie komme ich da jetzt hin? Hier? Ah! Nice. Schlafen gehen bis Tagesanbruch. Dann werden wir diesen Rammer jagen. Ja. Bonus bei Nacht. 11 EP, 5 EP. Großartig. So, let's go. Jagen wir den Rammer. Haben wir überhaupt die Waffen dazu? Ich denke ja. Ich denke ja. Ich denke, wir sollten auch erstmal Pfeil und Bogen nehmen, oder? Wieso kann ich das jetzt nicht auswählen? Hallo? Ah, jetzt. Jetzt geht's. Hallo? Okay, er wirft schon. Kann ich dagegen werfen? Wäre unlogisch. Weg! Oh mein Gott, natürlich trifft er mich noch. Und ich bin doch schon längst aus dem Tor raus. Den hier beseitigen. What the fuck? Woher kommt der denn jetzt auf einmal? Woher kommen die denn? Die waren doch eben noch nicht da. Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen jetzt hier. Woher kommt der denn? Hab ich gerade irgendwas verpasst? Wieso kommt jetzt auf einmal alle? Hier war eben einer. Ich habe mich direkt umgeguckt. Spawnen die hier oder was? What the fuck, genau. So eine neue Waffe reintun. Warte mal. Inventar. Mm-hmm.
Weg. Ja. Er klatscht einfach. Let's go, genau. Zack. Zack. Das waren irgendwelche armen Peacekeeper. So. Also eine komische Mission, aber wir haben es geschafft, ne? Wir haben es geschafft. Bringen wir die Zutaten jetzt erstmal nach da. Und dann mal gucken, ob uns das was bringt. Wäre ja schon geil, ne? Wäre ja schon ein bisschen geil. Zack. Lass doch bitte los, dein Ernst? Alter, das ist ja manchmal so lächerlich. So, komm mal. Keine Zeit für die jetzt. Also ich habe nicht mal so ein Glück bei diesem Spiel. So, let's go. Ich habe die Kreatur gefunden. Und die Berichte stimmen. Echt ein ziemlicher Brocken. Der wird uns Enzyme ohne Ende verschaffen. Und die bringen uns was? Nerv die Barber nicht mit Fragen. Kümmere dich nur um deinen Lohn. Hast du recht. Ich bin eh kein Arzt. Also gut. Hier ist dein Lohn. Viel Erfolg bei deiner nächsten Jagd. Okay. Was kann ich für dich tun, Barber? Ich muss eine riesige Bestellung erledigen. Die Versorgungsabteilung braucht jede Menge Medizin. Und dafür musst du mehrere Infizierte auf einmal fangen. Nicht töten, sondern fangen? Wie soll das denn gehen? Hal, wir haben dir die Fallen eingerichtet. Ich erkläre es dir. Vor Ort wirst du einen modifizierten Container finden. Okay. Lock die Beißer einfach nur in den Container. Sobald alle drin sind, verzieh dich, ehe sie dir zu nahe kommen. Hau beim Rausgehen auf den Hebel, den Rest erledigt die Schwerkraft. Okay. Die Türen knallen auf beiden Seiten zu und die Drecksäcke hängen fest. Klingt gefährlich. Warum muss ich das machen, wenn ihr doch die Fallen eingerichtet habt? Weil wir was Wichtigeres zu tun haben. Und weil die Baba dich für absolut fähig hält. Die Baba. Keine Bange, wir machen unseren Teil schon. Wenn du deinen Teil richtig gemacht hast, kommt oben Gas aus der Falle. Das tritt aus, sobald die Türen zu sind und schickt die Kleinen ins Land der Träume, falls die überhaupt träumen. Und wie soll ich Proben kriegen, wenn die da drinnen gefangen sind? Das ist unsere Aufgabe. Sobald die Jungs feststecken, ist deine Arbeit erledigt. Wir kommen später dazu, holen uns das, was wir brauchen und bringen es zu Baba. Okay. Das hört sich gut an. Super. Diese Medizinmenge wird etliche Leben retten.
Und es müssen ja viele Leben gerettet werden. Die Fallen befinden sich auf Lighthouse Island, Aiden. Pass auf dich auf. Hab okay. Ich vor. Probieren wir das jetzt doch mal? Ja, ne? Oder? Jagen, Stufe 2. Wir gucken noch einmal schnell, welche Fertigkeit mit... Ah, Stufe 3. Wir sind der Stufe 4. Let's go. Das schaffen wir. Denn wo müssen wir denn? Ah, ist gar nicht so weit, ne? What the hell? Hemmstoff? 41? Irgendwo hier, ne? Kann das sein? Hier rein? Nee. Hier ist es nicht. Nein. Hey, der muss irgendwo hier sein. Du kannst uns nicht besiegen. Ich möchte euch auch gar nicht gerade kämpfen. Solltet ihr mich einmal treffen, töte ich euch. Hä? Okay. Daneben. Also die wollen jetzt wirklich auf die Fresse, oder was? Digga. Okay. Also die wollten es nicht anders. Die wollten jetzt gerne sterben. 4 Pfeile wenigstens bekommen. Den Gefallen habe ich ihnen getan. Aber es wäre gerade wieder komplett... Oh, unnötig. Also ich gehe jetzt einmal kurz auf die... auf das Haus rauf, denn ich möchte eigentlich diesen Hemmstoffbehälter haben, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ah. Ja, okay, kann ich erst nachts machen. Alles klar, hat sich erledigt, die Mission. Gut. Dann machen wir jetzt erstmal das hier. Aua, nicht wehtun hier, nicht die Knochen brechen. Hier ist auch noch... Ach, das war ja der hier. Der hier eingesperrt war, wo ich nicht weiß, wie wir da rankommen. Und das hier ist dieser... Okay, wir versuchen es mal. Oh nein. Also. Auf welchem Hebel soll ich denn hauen? Ist das der Käfig hier? Ja, hier. Wo soll ich denn da draufhauen? Hier? Okay, let's go. Hallo. Hallo. Wieso kommen die denn nicht? Hä? Hey! Muss ich mir mal eine klatschen, oder was? Ja, das würde ich so sehen. Nein! Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder?
zu wenige. Und die anderen kommen hier nicht mit. Ich weiß nicht wieso. Ist es vom Spiel nicht so gewollt, oder? Hallo. Hallo. So jetzt. Wie soll ich denn auf diesen Knopf da drücken? Ja, keine Ahnung. Die kommen ja gar nicht mit alle. Das ist nämlich das Ding. Ah, jetzt rennen die. So, kommt die jetzt her. Er soll bitte nicht. Oh, Digga. Okay, so jetzt. Gut. Das haben wir denn jetzt geschafft? Solchen Hexe, wo ist die? Nein. Komme ich hier noch auf? Ja. Wo muss ich denn jetzt wieder? Hemmstoffbehälter bekannt. Erkannt. Ja, ich weiß, dass er hier liegt, aber ich weiß halt nicht, wie ich den bekomme. Sorry. Das ist nicht auf meinem Movement, wa? Hoppala. Wieso beleidigst du mich? Das glaube ich eher weniger. Ich werde jetzt schön mit Zombies in Berührung kommen. Und die machen das doch die Nebenmission schnell zu Ende. Let's go. Hallo, bitte rein. Danke. Gut, was gibt's? Diesmal für eine Belohnung. Wieder 250 Groschen. Fände ich ein bisschen. Ich bin von meiner Fangmission zurück. Wie ist's gelaufen? Die Fallen sind ziemlich raffiniert. Sehr gut. Das wird mir helfen, wenn ich große Mengen Medizin herstellen muss. Fürs Erste hast du hervorragend gearbeitet. Hier ist dein Lohn. Hm. 100 EP Kampf. Nice. Das ist gut. Wieder 250. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Jahren 3. Hast du wieder Aufträge? Mir fehlt eine wichtige Zutat zum Heilen von Brandwunden. Das klingt wichtig. Ist es auch. Ich brauche das Gewebe eines Flüchters. Aber ein normaler Flüchter reicht nicht. Zum Glück wurde in der Nähe einer gesichtet, den ich brauchen kann. Er hält sich gern auf Dächern auf. Also pass auf, wo du hintrittst. Verstanden. Ja Leute, würde ich trotzdem erstmal sagen, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung oder auch ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag. Wir sehen uns dann Sonntag. Bis zum nächsten Mal.